Also wenn ich ein Produkt habe, ein Getränk, dann muss ich das digital verlängern. Ich muss den Nutzer des Produkts dazu bringen, sich mit dem Produkt zu identifizieren, das wieder zu brauchen. Ich möchte eine bidirektionale Kommunikation aufbauen zwischen dem Kunden und dem Produzenten. Und damit ich das machen kann, hilft mir eben Web3. Dann sage ich, okay, wenn ich Web3 mache, habe ich im schlimmsten Fall genau das gleiche wie Web2, aber ich habe eine riesen Chance an Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Viele aktuelle Treueprogramme sind schwerfällig intransparent und bieten uns als Kunden oft nur begrenzte Vorteile. Denk zum Beispiel an die Stempelkarte beim Bäcker oder an die App aus dem Supermarkt. Gleichzeitig kämpfen aber auch die Unternehmen damit, uns als Kunden zu belohnen und uns als Kunden zu binden und ihre Kampagnen auch effizienter zu gestalten. Ich habe mich gefragt, wie könnte Blockchain an dieser Stelle solche Herausforderungen überwinden und Treueprogramme grundlegend neu aufbauen? Um uns diese Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit Tony Caradonna, einem anerkannten Experten in der Blockchain-Szene. Tony hat als erster einen privaten digitalen Schweizer Franken auf die Blockchain gebracht und den ersten Smart Contract für die Vereinten Nationen geschrieben. In unserem Gespräch verrät er mir, welche Rolle Kryptowährungen bei Treueprogrammen spielen könnten und warum Web3 damit unser heutiges Online-Marketing verändern könnte. Es wird ziemlich spannend, von daher bleib bis zum Ende mit dabei. Und wenn du mich noch nicht kennst und den Kanal, dann klick jetzt noch schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Ich freue mich jetzt auf dich. Bis gleich. Hey, ihr Lieben. Ich bekomme oft Fragen von euch zu Coins, zum Portfolio, zur Blockchain oder auch persönliche Fragen wie, Steffi, was würdest du tun? Und ich verstehe euch total. Viele von uns haben kaum Zeit, sich in der Kryptowelt so richtig einzuarbeiten. Wir haben Job, die Familie und das geht alles vor. Und dann fehlt auch noch der richtige Ansprechpartner um die Ecke, weil Krypto so nischig ist und ultra komplex. Um das Problem zu lösen, findest du jetzt auf www.misscrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings aus, um einfach gemeinsam zu wachsen. Die Plätze sind auf 500 limitiert, damit jeder von uns gehört wird und sich wohlfühlt. Klingt gut? Dann sichere dir doch noch heute deinen Zugang auf www.misscrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Schau mal vorbei. So, ihr Lieben, ich habe heute den Toni bei mir zu Gast eingeladen. Hallo, lieber Toni, erstmal schön, dass du da bist heute. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Toni, wir unterhalten uns heute über Web3, Blockchain, Treueprogramme, inwiefern Krypto überhaupt eine Rolle dabei spielt, das neue Online-Marketing zu verändern. Und ich habe mir vorher gedacht, wir machen eine kleine Einstiegsfrage. Und zwar habe ich gelesen, du hast den ersten Smart Contract für die Vereinten Nationen entwickelt. Also, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, was für eine interessante Geschichte. Kannst du uns einfach mal erzählen, was so der Hintergrund dessen war? Und ja, ob jetzt die UNO sagt, Krypto finden wir klasse? Ja, das ist ganz lange her, das war 2016, 17 andere Zeiten und da waren sehr euphorische Zeiten und ich war der Produzent des ersten Ethereum-finanzierten Films und da haben wir gesagt, ja, wir müssen da ein bisschen nicht nur Kultur machen, sondern auch Impact, wir waren purpose-driven und da haben wir gesagt, okay, wir versteigen das Plakat des Films, der in Hollywood Premiere hatte, für einen guten Zweck. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das für die UNICEF. Und dann habe ich mit denen gesprochen, mit dem Innovationslabor da. Und das war ein bisschen schockierend zu sehen, weil damals war wirklich einfach Blockchain, gab es noch kein DLT, war es nur Blockchain. Das war so Geldwäsche, das war Drogengeld, das war einfach alles schlimm und kriminell. Und es geht immer um Menschen, es geht nicht um Organisationen. Und der Mensch dort, der hat aber Blockchain schon lange begriffen und war begeistert und gesagt, ja, das machen wir. Und seine Position hat gesagt, wenn ich das durchbringe, dann ist meine Position gefährdet, weil das kann man nicht machen. Wir, die UNO, sind eine ehrwürdige Institution. Und er hat dann jemanden gefunden, der ihn unterstützt hat, der gesagt hat, ja, ich habe nicht mehr so eine große Karriere von mir. Wenn Sie mich kündigen wollen, dann machen Sie es nicht. Und es geht wirklich immer um Menschen und innerhalb von Organisationen. Und wir mussten da dann auch ganz lange kompliziert mit Legal abklären, was passiert eigentlich genau. Kriegen die jetzt Geld? Kriegen die eine geldwerte Leistung? Was bedeutet das buchhalterisch und so? Und wie gesagt, der Mensch hat das begriffen. Wir haben eine Aktion gemacht und auf der Blockchain bewiesen, dass das Geld wirklich zu der UNICEF geht. Und damals war es eben kein Geld. Wir haben gesagt, ja, das war so der Workaround, dass das überhaupt durchgekommen ist, dass man gesagt hat, ja, die UNICEF möchte diese Technologie testen, aber damit sie testen kann, braucht sie Native Token, um die Gas Fees zu bezahlen können. Und mit dieser Aktion ermöglichen wir eigentlich dieser Organisation überhaupt Tests mit dieser neuen Technologie zu machen. Also es war nicht eine Donation im Sinne von Geld, das haben sie intern so gemacht. Und ich weiß die Auswertung gar nicht mehr, aber für mich war es interessant zu verstehen,
dass die Adoption von Innovationstechnologien, insbesondere disruptiven Innovationstechnologien wie Blockchain und DLT, nicht über die etablierten Spieler kommt. Es wird nicht der Marktführer wird der Erste sein, der das adaptiert, sondern es werden die Nummer zwei und Nummer drei sein, die klein, agil sind und eben etwas zu gewinnen haben. Weil und das ist unabhängig von UNO oder nicht, es geht im Business genauso. Ich denke, die großen etablierten Firmen, die haben etwas zu verlieren und die aufstreben, die haben etwas zu gewinnen. Und dann ist man offener für disruptive Technologien. Ganz abgesehen davon, dass natürlich, ja, wie machen wir das buchhalterisch und so, das ist, bin ich froh, musste ich das nicht abklären. Also, was ich nochmal verstehe, das ging um eine Finanzierung von einem Film, der wurde über Ethereum finanziert. Und was hat nochmal die UNICEF mit diesem Film zu tun? Das war so für mich nochmal so dieser. Wir haben das Poster versteigert. Und die Einnahme der Versteigerung war eine Donation an UNICEF. Weil der Film ging um eine Familie mit Kindern und er hat gesagt, ja, wenn ihr was Wohltätiges machen möchten, dann geht das zu etwas, was auch mit Kindern zu tun hat. Und darum haben wir das der UNICEF geschenkt, dem Kinderhilfswerk von der Vereinten Nationen. Klasse, also die Versteigerung des Posters war der Netto, alles wurde direkt der UNICEF gespendet. Dann sieht man, dass man schon vor 10 Jahren eigentlich mit der Blockchain ziemlich coole Sachen machen konnte. Ja, Vitalik hat auch ganz früh schon gesagt, ja, man sollte das auch brauchen, eben für Crowdfunding und so weiter. Und damals war auch noch nicht klar, was das jetzt rechtlich bedeutet, genau. Und das haben wir dann aufgenommen und darum auch den Film so finanziert und gesagt, ja, es geht noch einen Schritt weiter und wir möchten auch was Gutes tun, genau. Ja, klasse. Die Technologie ist ja heute jetzt über 10 Jahre deutlich weiter vorangeschritten. Auch die Blockchain-Technologie, auch Kryptowährungen, wir haben ja so viele Subsegmente, NFT, DeFi und auch Web3 ist ein großes Schlagwort. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Treueprogramme, Kundenbindungsprogramme sprechen und inwieweit Kryptowährungen damit Online-Marketing zu tun haben könnten, Toni. Und du befasst dich in letzter Zeit eben stark mit Kundenbindungsprogrammen. Vielleicht nochmal jetzt für uns alle, die das erste Mal so mit diesem ganzen Bereich zu tun haben. Kannst du vielleicht uns noch mal so ein bisschen einführen in diesen Bereich? Was gehört zu Kundenbindungsprogrammen, Treueprogrammen dazu? Ist es irgendwie ein Subsegment vom Online-Marketing? Also ich bin da nicht Experte, wir arbeiten mit einem Experten zusammen. Die kurze Version für Leute wie mich, die nicht Experten sind, das ist der Unterschied zwischen Marketing und Kundenbindung ist grundsätzlich der Unterschied zwischen Beziehungspflege und Kundenakquise. Also im Marketing versuche ich Kunden zu gewinnen, in der Kundenbindung ist eine Beziehungspflege. Das sind unterschiedliche Metriken. Bei der Kundenbindung geht es vor allem darum, auch eine Emotionalisierung aufzubauen und eine Beziehung zu stärken. Also bei der Loyalität geht es darum, Wiederkaufsrate zu erhöhen, Kundenzufriedenheit, Kundenlebensdauer, das sind diese harten Zahlen und eben die Soft Skills, ein Zugehörigkeitsgefühl, eine Community zu erreichen. Das geht es bei der Loyalität. Beim Marketing eher Neugewinnung von Kunden, die Positionierung von der Marke, das Produkt und der Dienstleistung in einen Kontext zu setzen. Das sind grundsätzlich andere Dinge. Und wenn wir jetzt das ein bisschen auch mit Blockchain denken, da geht es ja auch um dieses Gefühl von Zugehörigkeit von einem größeren Ganzen, wo ich Teil bin der Solana-Community oder von den Maxis oder was auch immer. Also diese Emotionalisierung und diese Tribe, wenn man das schaffen kann, das ist eigentlich diese Kundenbindung, die man erreichen möchte. Wenn man jetzt im Business denkt, dann spricht man von Kunden, genau. Warum ist es so, dass sich jetzt heutzutage viele Unternehmen, ich kann jetzt einfach mal gerade so die größeren Unternehmen, also ja, bewährte Marken, große Brands auch immer zunehmend schwerer tun, zu sagen, wie können wir unsere Nutzer halten? Also auf den einzelnen Plattformen, nehmen wir jetzt einfach mal auch Social Media Netzwerke ganz klassisch oder auch wenn wir einfach von einfachen Bäcker oder von einem Supermarkt ausgehen. Was ist heute so in der Unternehmenslandschaft so schwer? Ich kann nicht für die großen Firmen sprechen, aber meine Wahrnehmung ist, es gibt verschiedene Themen, oder? Es gibt eigentlich drei Stufen von Loyalität und die unterste Stufe ist diese Söldner-Loyalität. Also ich mache 10% Rabatt und der Nachbar macht dann 11% Rabatt, dann gehe ich zum Nachbarn. Also es geht da nur um, wer bringt mehr. Und das ist eigentlich eine schlechte Loyalität. Wenn ich jetzt ans Kino denke, dann hat die vorderste Reihe steht auf, dann muss die zweite Reihe auch aufstehen und am Schluss stehen alle auf und niemand hat gewonnen. Es ist ein Race to Zero. Also kritisch gesprochen ist eine Vollspammung, es ist nicht emotionalisiert und ich bin nicht besser als die Konkurrenz. Das ist eigentlich ein schlechter Loyalität. Und eine gute Loyalität ist als Beispiel von Harley Davidson, wenn sich jemand ein Tattoo von Harley Davidson auf den Arm brennt und ein Zugehörigkeits, das ist eine gute Loyalität. Und
das hinzukriegen, ist sehr schwierig. Ich Aber persönlich es ist glaube, ja auch es eine braucht. große Marke. Also Ja, Halli ist ja zum klar. Beispiel auch eine große Marke. Es ist immer wie ein Brand-Awareness-Thema. Also da spielt ja auch im Grunde diese Positionierung eine ganz starke Rolle. Absolut bin ich einverstanden. Und wenn ich denke, es braucht so drei Stufen, eben, es braucht ganz starke Beliefs, oder? Und die muss ich schaffen können. Und ich gehe immer von einer digitalen Verlängerung aus. Also wenn ich ein Produkt habe, ein Getränk, dann muss ich das digital verlängern. Ich muss den Nutzer des Produkts dazu bringen, sich mit dem Produkt zu identifizieren, das wieder zu brauchen. Wir arbeiten da mit stilisierten QR-Codes, dann scannst du was und da kannst du spielen, da kannst du dialogisieren. Also du kannst eine digitale Verlängerung, weil die Leute, mein Sohn hat mir mal gesagt, ja, du machst nur Blabla, du musst da hingehen, wo die Leute sind. Die sind ja nicht am Handy, am Gamen. Und er hat recht, weil ich glaube, das ist das erste Interface, das ich permanent habe. Und wenn ich eine digitale Verlängerung des Produkts auf das Interface kriege und verschiedene Methoden brauche, um diese Interaktion aufrechtzuerhalten, dann habe ich gewonnen. Aber das, also für mich ist so das Verständnis da, es gibt ja heutzutage digitales Online. Also wir haben ja Online-Marketing. Also das Marketing ist ja schon bereits digital. Und viele, viele Supermärkte, wenn wir Edeka, Aldi, wie auch immer sie alle heißen, die ganz großen, haben ja alle schon häufig ihre eigenen Apps. Also ich gehe in den Supermarkt rein oder sehe ich schon mit der App, ist es günstiger und so weiter. Für mich ist da noch nicht so die Frage, so was habe ich als Nutzer davon oder auch jetzt von der anderen Seite, was würde Blockchain da verändern? Es ist ja schon digital. Ja, also es sind verschiedene Themen. Also eines ist das Blockchain-Thema. Noch davor glaube ich bin eigentlich der Überzeugung, man sollte nicht mehr mit Apps arbeiten. In der Zukunft, meine Ideen mit AI wird es je länger, weniger Apps gehen. Das Gerät, Endgerät wird mich verstehen, wenn ich irgendein Anliegen habe. Es braucht keine Apps mehr. Wir arbeiten mit PWAs, also Progressive Web Application. Du musst nur scannen, da macht es Bling und du musst nichts runterladen. Und jetzt der Web3-Aspekt ist absolut zentral. Was ich jetzt machen kann, und das haben eben viele traditionelle Kundenbindungsprogramme noch nicht, ich kann Payment-Dinge machen. Also ich kann Werte digital abbilden, die ich dann auch transaktionell brauchen kann. Also meine Idee von Blockchain ist immer drei Wellen die Digitalisierung. Erste Welle ist Digitalisierung von Daten, E-Mail, Internet, jede Firma hat es, jeder Mensch hat es, große Veränderung der Welt. Zweite Welle von Digitalisierung, nicht Internet und E-Mail, sondern Digitalisierung von Gemeinschaften mit Social Media. Auch hier, jede Firma hat es, jeder Mensch hat es. Und die dritte Welle ist eben Digitalisierung von Werten. Und das ist die Blockchain. Ich kann jetzt ein Ding machen, das ist uncopy-pastebar. Und das kann ein Loyalitätspunkt sein. Und es ist nicht nur uncopy-pastebar, ich kann auch Transaktionen machen damit, was für uns Blockchain-Menschen normal ist. Das ist ein Atomic Swap. Ich tausche das eine gegen das andere, ohne Intermediär, ohne Bank, ohne irgendjemand, der ein Excel-Sheet hat und sagt, der Tony hat jetzt das und die Miss Crypto hat jetzt das. Das ist für traditionelle Kundenbindungsprogramme sehr radikal. Also, und das andere, was ich natürlich ein großer Fan bin als Blockchain-Aficionado, ist, ich habe echte Ownership. Viele traditionelle Loyalitätsprogramme sind ja sehr silo. Ich kann das Programm vom einen Supermarkt nicht beim anderen brauchen. Und wenn man da weit denkt, kann man das wirklich offen denken. Wir haben einen Getränkeproduzenten in der Schweiz, der macht Loyalitätsprogramme offen. Das heißt, meine Bergbahn kann jetzt sagen, ja, bei schlechtem Wetter könnt ihr diese Loyalitätspunkte hier bei uns einlösen und damit hochfahren, weil da kann ich neue Modelle denken. Das ist sehr, sehr interessant. Und auch wieder als Blockchain-Fan, ich denke natürlich in diesen Money-Lego-Ding. Also wenn ich jetzt irgendetwas habe, ein digitales Etwas, ein Loyalitätspunkt oder ein Token oder irgendwas, da kann ich Dinge draufbauen. Ich kann das als Collateral brauchen oder in DeFi und das wird dann total spannend. Ja, also das ist genauso meine Frage gewesen. Es gibt ja in vielen, also, Internet 2.0, in den normalen Apps, klassischen Apps heutzutage gibt es ja auch Gems oder es gibt Jobs, die man gewinnt oder man kriegt ja Gutscheine. Das sind ja auch Werte, die digitalisiert werden. Jetzt ist für mich, du hast gerade schon was mit Handeln angesprochen, wie kriegt man jetzt im Grunde jemanden dazu, zu sagen, okay, ich steige jetzt auf Web3 um. Also nochmal, vielleicht nochmal ganz in einem simplen Beispiel, was ist jetzt der Unterschied zwischen den derzeitigen Vorteilen, Punkten, die ich sammle, und den neuen? Also was verändert sich dadurch? Also eine Form, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren, aber eine radikale Form ist, ich bin Getränkeproduzent und ich gebe Punkte. In der traditionellen Welt würde ich das via App machen und die Punkte kannst du nur bei mir einlösen. Und wenn du die Punkte hast, kannst du die nicht deiner Schwester oder deinen Eltern geben. In der neuen Welt gebe ich dir Punkte und gebe dir die volle Macht über deine Punkte. Du kannst die irgendjemandem schenken.
Oder irgendjemand Dritten kann sagen, ja, bei mir kriegst du die Brille mit diesen Punkten. Also ich kann das ganz offene Ökosysteme denken. Oder jemand sagt, ja, wenn du mir die Punkte als Pfand gibst, gebe ich dir ein Darlehen. Das ist jetzt sehr radikal gedacht. Aber das heißt, du hast die volle Kontrolle über die Punkte. Du kannst mit den Punkten machen, was du willst. Da müssten aber auch die Händler oder im Grunde das Netzwerk auf der anderen Seite bereit sein, wir akzeptieren das Ganze. Also ich erkenne jetzt so den Vorteil auch durch das Thema, ich schaffe einen interoperablen Marktplatz, indem ich auch sage, okay, wir tauschen Loyalitätspunkte untereinander aus. Inwiefern rechnet sich das jetzt für die Unternehmensseite, aber auch für die Nutzerseite? Wie kann ich sicherstellen, dass ich sage, okay, das hat einen Wert, was ich dann auch handle? Also das ist genau das Thema von der Community, oder? Der Bitcoin hat nur einen Wert, weil so viele Leute daran glauben, dass der Wert einen Wert hat, oder? Weil Dann sonst bräuchte ist ich es ein einfach eine. großes Netzwerk, bräuchte ich ein Genau, großes genau. Loyalitätsnetzwerk. Genau, und darum ist der Wert auch so hoch. Also und das Ziel ist es eben genau, diese Community aufzubauen, dass man in der Kombination eine große kritische Masse, einen digitalen Wert hat, der etwas zählt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er so viel wert ist wie vorher. Im zentralisierten System, nämlich als Gegenleistung in deinem VIP-Shop. Wir machen das zum Beispiel mit dem Quellfrisch, eine große Biermarke in der Schweiz. Da kannst du irgendwie spezielle Dinge erhalten, die nur die Leute mit den Punkten erhalten. Also du hast da ein VIP-Erlebnis. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nur das ist. Und dann hast du genau das, was du früher hattest. Aber Dann die wechselst du nicht. Opportunitäten, die es, wie bitte? Dann wechselst du eben nicht. Na, dann wechselst du nicht aus Doch, dem. doch, weil du, wenn du die Chance hast, dass als Anbieter, wenn ich jetzt Getränke anbiete, ich mache neue Brause, dann sage ich, okay, wenn ich Web 3 mache, habe ich im schlimmsten Fall genau das gleiche wie Web 2, aber ich habe eine riesen Chance an Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Das Und heißt, ich zwar habe welche? Interoperabilität, Netzwerk bauen, ich kann mit Ökosysteme aufbauen, dass zum Beispiel die Daten, die ich generiere, nutzen kann, die ich im alten System nicht nutzen kann, weil ich sehe auf einmal, okay, da gibt es Leute, die tauschen jetzt diese Punkte gegen die Punkte der Bergbahn oder die lösen sie dort ein. Ich habe einen Mehrwert von Daten, den ich vorher nicht hatte, weil mein System offen gebaut ist. Läuft das alles überein? Jetzt sind wir vielleicht in der Rolle von Kryptowährungen. Ich habe mir gerade so vorgestellt, nehmen wir einfach mal an, ich bin ein Getränkehersteller, hast du schon so schön gesagt, und ich habe jetzt im Grunde mein Programm, meine D-App auf einer normalen Smart Contract Plattform, also Ethereum ist die größte, muss ich dafür einen, also ich bräuchte für meinen Loyalitätstoken, den ich kreiere, der bräuchte einen gewissen Wert. Ist es dann der einzige Token als pro D-App oder wie könnte ich im Grunde anfangen, das herumzuhandeln? Also Token, Ethereum, wir haben ja ETH, dann den Loyalitätstoken, vielleicht da so mal die Zusammenhänge nochmal. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Jeder unserer Kunde hat ein anderes System. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt einen Loyalitätspunkt von einer Schokoladenfirma habe, dann kann ich als User, weil das System offen gebaut ist, kann ich den Token, nennen wir den Schokotoken, da kann ich den poolen mit Ether auf der Ether-Chain. Ich kann den bridgen mit Axelar auf etwas Layer 2 und dann habe ich einen DeFi-Pool und dann hat der auf einmal einen Wert, den ich als User generieren kann, weil ich Teil dieser Community bin, weil ich den Wert geben will, dann sind natürlich, okay, was ist der wirkliche Wert? Was ist der echte Wert? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Und die Frage ist, was ist letztlich ein Legal Tender? Wenn ich Geld auf die Bank gebe, haben wir alles das Gefühl, ja, das Geld ist da. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland oder in Europa ist. In der Schweiz ist es 2,5%. Fractional Banking, das betrachte ich als sehr kritisch. Also ich gebe 100 Franken hin, ich habe noch 2,5 dort. Das ist nichts wert in meinen Augen. Und wenn ich jetzt aber eine offene, transparente Plattform wie eben zum Beispiel Ether oder eine andere Public Permissionless oder auch Permissions Chain habe, wo ich aber public ist, dann kann jeder der Community das einsehen und auch der Nicht-Community und sagen, okay, was ist jetzt dieser Wert? Glaube ich daran? Was ist die Größe? Was ist das Volumen? Wie viel von diesem Volumen ist Wash Trading? Kann ich alles analysieren? Und ich finde das offener und ehrlicher. Und ich denke auch, dass die neue Generation von Konsumenten diese Ehrlichkeit wünscht und auch dieser ganzen Bullshit, den wir jetzt immer gehört haben in den letzten Generationen, dem kritisch gegenüber ist.
Im Grunde kann man Entschuldigung für das sowas ein Wort. bisschen. Ja, nee, ich habe mir gerade so gedacht, weil du so erzählt hast, ich hatte gerade so das Bild im Kopf, wir sprechen ja häufig über das Thema Fan-Engagement im Sport. Ne? Wir haben ja häufig das Problem, dass die großen Vereine ihren Anschluss zu ihren Fans verlieren. Und vielleicht mal so diese Analogie, so von der Metapher her, okay, Schokoladen, der Bäckerladen möchte wieder Anschluss finden, also mache ich meinen eigenen Loyalitätstoken, mache den handelbar und kreiere meine Communities, die aber im Grunde auch von der Kryptoseite herkommen. Und das war gerade für mich irgendwie so ein bisschen so der Transfer, Also Sport ist ein sehr interessantes ne? Beispiel. Wir haben eine Studie gemacht schon vor 5 Jahren für einen ganz, ganz großen Fußball-Sportverband, sagen wir mal so. Und da aufgezeigt, Chancen etc., riesige Studie gemacht, Umfragen alles und gesagt, okay, das sind die Opportunitäten. Geschäftsleitungsebene war begeistert, gesagt, machen wir. Jetzt eine Generation drüber, das war dann die strategische Generation, wie sagt man, den Verwaltungsrat oder was, dann gesagt, muss nicht sein. Und einfach dieses Risk, also lieber keine Risiken eingehen als Opportunitäten wahrnehmen, das stört mich ein bisschen weil ich denke, es sind so viele Opportunitäten da und es ist auch eine Generationenfrage, sowohl in Und das ist jetzt unabhängig von dieser Technologie generell. Wenn die Agilen sagen, okay, die Jungen möchten gamen, dann muss man das bedienen. Und auch wenn ich jetzt als Entscheidungsträger nicht game, es geht sogar so weit, dass es ein Segment gibt von 70-Jährigen, die sagen, hey, wir sind Silver-Gamers, wir haben Geld, wir haben Zeit, wir möchten gamen, es gibt keine Games für uns. Wieso macht niemand Games für uns? Und das sind wirklich Fragen, die strukturell sind. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Ich denke, die Entscheidungsträger sind manchmal noch nicht bereit. Es gibt ein paar gute Beispiele, aber ja, ist auch eine Zeit. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Reputationsprobleme von Bad Actors, die gegeben hat. Das ist natürlich, gab es auch noch Akteure, die zwar gut waren, aber dann regulatorisch eingegriffen wurde. Das ist natürlich das andere. Es muss alles rechtlich ganz solide sein. Was ist der Token wirklich als in der Interpretation vom Rechtswesen, also was sind die Terms and Conditions, wer emittiert, wer ist, was für Rechte habe ich, wenn ich diesen Token besitze und so weiter. Da geht ja auch um, also wir haben einerseits die normalen Kryptowährungen, also fungiblen Tokens, auf der anderen Seite NFTs, beides ja auch einsetzbar in Kundenbindungsprogrammen in der Blockchain. Du hast es gerade angesprochen gehabt, also Generationsthema, Zeitthema ist eine Herausforderung. Was fehlt im Grunde, um jetzt sofort umzusteigen? Das andere ist im Grunde so die Risiken, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das bereit bin einzugehen. Das dritte ist, was du genannt hast, ja, es gab in den letzten Jahren einfach keine guten Beispiele in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, so, okay, warum sollte ich jetzt der Erste sein? Gibt es denn aktuell konkrete Erfolgsstories auf deiner Seite, wo man sagt, so anhand dessen kann man sagen, hey Leute, es funktioniert, Fußballverein, Bäckerladen, gibt es da irgendwas? Ja, genau, eben, wir haben jetzt eine Brauerei, die druckt 8 Millionen stilisierte QR-Codes gerade aktuell. Und das ist schon spannend zu sehen, auch in der Organisation selber, wie die Leute begeistert sind und sagen, okay, ich kann jetzt auf die einzelne Packung runter, kann ich eine digitale Verlängerung machen. Und das ist ganz spannend, weil jetzt du hast die Bäckerei erwähnt, die kennt typischerweise ihren Kunden. Die weiß, okay, das ist die Miss Crypto, die nimmt immer das und einen Kaffee oder so. Aber wenn ich jetzt Getränkehersteller bin, dann verkaufe ich es dem Retailer. Und ich weiß nicht, ob mehr Getränke in der französischsprachigen Schweiz oder in der deutschen Sprache in der Schweiz, an welchem Tag das verkauft wird. Und diese Daten möchte ich haben und ich bin auch bereit, einen Gegenwert zu geben, dem Endkunden. Also diese digitale Verlängerung und Datengenerierung. Nicht, weil ich ein Tatenkrake bin, sondern weil die Erwartung der Endkunden da ist. Als Getränkekonsumentin möchte ich wissen, möchte ich ein personalisiertes Angebot kriegen? Ich möchte nicht ein Fahrrad als Angebot kriegen, wenn ich Auto fahre und umgekehrt. Also ich möchte eine bidirektionale Kommunikation aufbauen zwischen dem Kunden und dem Produzenten. Und damit ich das machen kann, hilft mir eben Web3. Ich kann es auch mit Web2 machen. Aber Web3 ist kostengünstiger, ist viel schneller und man unterschätzt diese großen Loyalitätsprogramme. Die haben ein Settlement von 2, 3 Tagen oder du kannst das erst gut geschrieben, die haben Buchhaltungsprobleme. Also da ist Web3 einfach, was für uns normal ist als Blockchain-Freaks, ist für die ein Traum, dass sich Atomic Settlements haben in 5 Sekunden, ist unglaublich. Gibt viele Vorteile auch für die Buchhaltung etc. Und gleichzeitig ist gerade für die großen Firmen Buchhaltung, große Herausforderung. Die Software ist noch gar nicht gemacht für Digital Assets. Ja, das du hast gerade gesagt. Also, das war so meine Frage dahingehend. Es gibt jetzt eben so ein paar
kleinere Unternehmen oder ein paar Stories, wo man sagt, okay, an Genau. Adressen funktioniert das schon, aber Noch wir ein anderes befinden uns hier Beispiel gerade in der vielleicht. Krypto-Bubble, aber jemand, der keine Ahnung hat, also es kommt ein Unternehmen, ein klein mittelständisches Unternehmen zu dir, hat Blockchain noch nie gehört, weiß nicht, was NFTs sind. Wir haben jetzt, ich meine, ich bin jetzt bin kryptoaffin, aber jetzt stell dir mal vor, wir haben auch ein paar ältere Menschen, die in den Bäckerladen Genau, reingehen. genau. Wie willst du jetzt so einem Unternehmen sagen, pass auf, wir bieten dir die Infrastruktur, da machen wir noch ein NFT draus, der Bäckerladen total überfordert, der Kunde überfordert. Wo ist da so der Konsens, der erste? Was ist der erste Schritt, der getan Also, werden muss? das ist, ich versuche mit einer Analogie. Wenn du Musikproduzent bist oder einen Podcast machst, dann studierst du auch nicht MP3. Das ist völlig egal, wie MP3 funktioniert. Du möchtest eine Software, die dir Mehrwert bringt. Und das ist genau das, was wir unseren Kunden auch sagen. Also wir haben zum Beispiel Schokoladenproduzentin, die liefert an Hotels. Und die möchte Kundenbindung machen und jetzt und etwas über ihre Kunden erfahren. Und was jetzt die sagen, dann gehen wir hin und sagen, okay, was möchtest du für ein Problem lösen? Und dann machen wir eine Software, wo diese Schokoladenproduzentin mit Drag and Drop Interfaces machen kann, wo jedes Hotel sich präsentieren kann. Also sie bietet nicht nur Loyalität der Schokoladenkonsumentin, die Schokolade isst, sondern auch dem Hotel, weil die auch noch ein Exposure haben. Und das ist jetzt, und ich sage jetzt nicht, wir machen Blockchain, wir machen NFTs mit L55 Standard oder so, sondern wir sagen, okay, was hast du für ein Problem, was möchtest du lösen? Wir könnten das so lösen und dann zeige ich die Software, das Backend, das sie brauchen kann und die muss nicht wissen, ob das jetzt fungible oder non-fungible ist. Das ist völlig egal. Wir müssen das wissen, wenn wir das bauen. Und wir müssen auch wissen, ist es burnable oder nicht, wegen den rechtlichen Vorhersagen. Die meisten Kunden möchten eine Lösung, die sie clickable experience haben. Und das bieten wir, weil ich glaube eben, das Beispiel mit MP3 sagt alles. Ich weiß nicht, wie MP3 funktioniert und ich genieße es täglich. Und das ist eine Verantwortung, die man als Softwareproduzentin oder Produzent hat, das erlebbar und klickbar machen und den Mehrwert, den Web3 und Blockchain bietet, wirklich auch ermöglicht. Schneller, billiger, offener, genau. Es ist so schnell alles adaptierbar und ich frage mich auch gerade von der Kostenstruktur her. Also ich meine, es gibt jetzt große Unternehmen, große Ketten, die sagen, wir wollen das einfach mal ein bisschen einführen, umbauen und umstrukturieren, aber denken wir nochmal vielleicht wirklich um den regionalen Laden ums Eck, der sagt so, ey, ich habe so und so ein Budget, aber das kann ich nicht. Also ich würde gerne, aber würde gerne Das Anschluss ist bekommen zum sehr spannend, ja. Marketplace. Ne? Es ist eigentlich, finde Genau. ich, ziemlich gemein. Ne? Es ist wirklich so eine Zone. Ich bin, ich weiß es eben nicht. Man Also möchte ja da. gerade die Kleinen, möchte man ja auch mit reinnehmen. Es ist ja auch so ein Genau. bisschen dann so dieses Thema Aber des Web 3, ne? da gibt es gute Demokratisierung. Möglichkeiten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben so ein Konzept Paper Success. Also wir verlangen nur Geld und das können wir sehen, wenn der Kunde wirklich die Beziehung eingegangen ist. Das heißt auch, also die Bäckerei oder die Schokoladenproduzentin zahlt nur, wenn sie wirklich Erfolg hat. Weil wir glauben und mittlerweile auch wissen von unseren Kunden, da ist was drin. Und dann hast du nur per Success. Das ist nicht wie bei Google, wo du einfach mal 10.000 Franken und das 10.000 bezahlst und siehst du, wie viel hast du pro Klick gezahlt, sondern umgekehrt. Du siehst, wie viele Klicks und dann bezahlst du pro Klick. Und dann haben wir eigentlich Zahlen für verschiedene Branchen, wo wir wissen, Kundenverlängerung, so viel kostet so viel bei traditionellen Mitteln. Wir sind meistens die Hälfte oder noch billiger drin. Wir hatten letzten Kunden, wo wir gesagt haben, das ist der Preis pro Erfolg. Und die haben gesagt, ah, das ist ja extrem billig. Also ich glaube, das ist auch zentral, dass man auch hier, und das ist auch wieder unabhängig vom Blockchain, denkt, okay, das ist Serviceleistung. Ich mache etwas und ich möchte für meinen Erfolg bezahlt werden. Wenn ich daran glaube, dann habe ich auch kein Problem, so ein Zahlmodell aufzubauen. Und Blockchain ermöglicht das ja gerade, dass ich ja sehe, was passiert. Ja, Public Blockchains, Ethereum. Was haben wir denn noch? Wo kann man denn so auf welchen Blockchains sowas bauen? Also welche Netzwerke bieten sich gerade für solche Programme deiner Meinung nach an? Also gibt es da Auch Unterschiede? hier ist es wieder von Fall zu Fall abhängig. Also jetzt mit dem Kohlfrisch und der Brauerei Rocher, das ist sehr ein Schweizer Produkt, da sind Kühe drauf, naive Bauernmalerei, es ist sehr Swissness-Bezug, zirkuläre Wirtschaft, alles lokal und regional. Da brauchen wir die SwissdLT. Das ist eine Blockchain mit Jurisdictional Integrity, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, mit Juristische jurisdiktionaler, Integrität. wahrscheinlich, genau. Da geht es darum, dass man sagt, wir hatten auch schon zum Beispiel Versicherungskunden, die gesagt, ja, aber wenn ich jetzt eine Public Permission Chain habe, dann kann es sein,
dass die Gas Fees, die ich bezahle für eine Transaktion in Nordkorea landen, in einem sanktionierten Land. Dann bin ich als Unterzeichner des Vertrags, habe ich Riesenprobleme. Oder ich muss international fragen, weil ich da eigentlich Transaktionen international mache. Und darum haben wir damals für die größte Schweizer Energiefirma eigentlich diese Blockchain gebaut, die ist jetzt mittlerweile transformiert, wo wir gesagt haben, okay, alle Node Operator sind in der Schweiz. Alles, was auf dieser Blockchain passiert, bleibt in der Schweiz rechtlich. Auch der Regulator, die Finanzmarktaufsicht, findet das spannend, weil sie sagen kann, ja, das kann ich regulieren, Ethereum kann ich nicht regulieren, ist ja international. Also insofern, jetzt für diesen Kunden brauchen wir dieses SwissDLT mit dieser, alles bleibt in der Schweiz, rechtlich alles glasklar. Also das ist so dieser Kontrapunkt, so die Kehrseite. Das, ne? Man möchte eigentlich mit dem Thema ein dezentrales Netzwerk benutzen, public, öffentlich, aber man muss im Grunde regulatorische Schnittmengen finden. Es ist dezentral. Das führt aber zur Einschränkung. Ja, ja, aber ich denke, man darf nicht binär denken, weder bei der Geschlechterfrage noch bei der Blockchain. Also es gibt dieses Dilemma und da muss man halt den Sweet Spot für jeden Case finden. Und das Thema Public, finde ich, muss es sein. Es muss öffentlich einsehbar. Ja. Einfach das Thema Permissionless, dort ist wenn es Permission ist, es muss eine gute, transparente, ehrliche Governance sein. Und das ist eine DAO, da auch darüber abgestimmt wird, wer wird Mitglied, wer wird nicht Mitglied. Also und juristisch ist zusätzlich noch als Verein abgebildet. Das ist alles sehr fair, transparent und einsehbar. Wer darf so eine Node betreiben und wer nicht? Der Explorer ist wie bei Ethereum, das gleiche Ding. Du kannst einstellen, die EVM ist auch, diese Ethereum Virtual Machine, der gleiche Code, du kannst alles gleich brauchen. Aber es darf nicht jeder eine Node betreiben, insbesondere die Leute in sanktionierten Ländern nicht. Aber eben, das gibt andere Use Cases, da muss man Hedera brauchen, weil du einfach so viele Transaktionen hast und bei Hedera ist Google dabei, IBM und so weiter und Tata und da brauchst du dann solche Infrastrukturen. Chillis ist vielleicht auch interessant aus Thema Sport, Loyalitäts-Engagement-Seite hier gerade auch für Merchandise-Shops, die sagen, wir möchten da auch ein bisschen mit unseren D-Apps arbeiten, um auch solche Kundenbindungsprogramme einzubauen. Algorand habe ich jetzt auch gerade gedacht, auch permissionless in dem Fall öffentlich. Genau. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele, also ich bin da wirklich offen, auch im Dialog, eben wenn ein Kundin oder Kunde sagt, können wir das machen, schauen wir an. Eben, es muss zum Projekt passen. Und mittlerweile gibt es ja wirklich gute Layer-Zero-Möglichkeiten, um diese, wenn ich den Token habe, dass ich den auch woanders hinbridgen kann, dort was rumtun kann. Ja. Vielleicht nochmal so eine letzte Frage. Wir haben jetzt so ein bisschen so die herausfordernde Lösung angesprochen, wo es ein bisschen daran liegt. Wo siehst du jetzt die erste Adoption von Kundenbindungsprogrammen? In welchen Bereichen können wir die solche Treueprogramme als erstes erleben? Also ich spreche jetzt vor allem für die Schweiz. Da haben wir zwei große touristische Projekte im Einsatz, wo wir sagen, das ist wirklich ganz spannend. Eben Interoperabilität, die arbeiten schon zusammen, aber sie haben noch keine Standards und Blockchain wäre da ein guter Standard. Dann jetzt im globalen Bereich haben wir auch ganz einen interessanten globalen Case, wo es darum geht, um Zertifikate von Lebensmitteln oder was für ein Lebensmittel ist das und wie wird das zertifiziert. Das ist spannend, weil ich denke, im Medizinalbereich gibt es schon ganz viele Projekte, die auch gut sind, aber das ist dann so hochregulatorisch und so spezifisch, dass es wirklich Jahre geht, um sowas umzusetzen. Im Lebensmittelbereich können wir schneller agieren. Also ich denke, Lebensmittel ist ganz zentral, auch weil. Als erstes. Ja, Lebensmittel, Getränke und dann wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel und dann so. Der Transfer in Richtung Gaming vielleicht und also wir haben fast in jedem Case Games dabei. Also ich bin großer Verfechter von Gaming. Wir haben für den größten Schweizer Retailer ein Game gemacht. Da hat 5% der Schweizer Bevölkerung gespielt. Und die haben 4-mal im Tag das Game gespielt, jedes Mal 16 Minuten und es sind alle umgefallen vom Erfolg. Also wirklich, also wenn du freiwillig fast eine Stunde und 4-mal, das heißt beim Pendeln hinfahren, zurückfahren, wahrscheinlich vor dem Einschlafen und wahrscheinlich einmal noch auf dem Klo. Also wenn du so viel Zeit mit der Brand verbringst, das haben wir nicht erwartet, dass die Leute bereit sind, eine bestehende Game-Mechanik mit einem Brand zu verbinden. Und wenn du jetzt dann dort den digitalen Mehrwert, den du geschaffen hast, noch offen baust, dann hast du gewonnen. Und da denke ich eben diese Kombination von, je besser du spielst, umso billiger oder besser kannst du einkaufen und um jeder einkaufst du besser spielst du, dann holst du noch diese ganzen Endorphin- und Dopamin-Geschichten ab, die beim Gaming einfach vorhanden sind.
Und jemand hat mir mal gesagt, ja, wenn du Gaming machst, dann bedienst deine Zielgruppe, ja, sind ja die Süchtigen. Und dann war ich ein bisschen erschrocken. Und dann hat sie aber gesagt, nein, das ist ein gutes Ding, weil du süchtig kommst von Suchen und du gibst den Suchenden eigentlich einen Purpose auf ihre Suche. Sei es eben mehr Loyalität. Wenn ich schon spiele, dann gewinne ich Loyalitätsprogramme oder ich habe Impact, ich nehme Ich Plastik aus nutze dem die Ozean. Aktivität, ich nutze die Motivation, Genau. meine eigene persönliche Motivation zu sagen, jetzt, ich habe auch was davon, ich habe, kommt vielleicht dieser Anfang, den wir damit wieder aufgreifen. Du hast ganz am Anfang von emotionaler Bindung gesprochen. Absolut. Und ich glaube, das ist vielleicht so, dass das Abschlusswort, man nutzt Gamification, man nutzt auch das Web3, um Kundenbindung durch Emotionen, aber eigentlich durch positive Aktionen zu fördern und zu supporten. Da gibt es, wie wir gerade von dir erfahren haben, viele, viele Möglichkeiten. Ich bedanke mich für deine zahlreichen Gedanken, lieber Toni. Und wenn ihr da draußen Fragen habt an mich oder an ihn, schreibt gerne eure Kommentare unter das Video drunter. Und ich freue mich ansonsten, von dir zu hören. Und danke dir nochmal für deine Zeit. Schön, dass du da warst heute. Ja, vielen herzlichen Dank für die tollen Fragen und auch die täglichen Updates, die ich wirklich mit Genuss lese. Es ist wirklich, ich empfehle das allen meinen Peers. Es ist wirklich toll. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit. LinkedIn, Twitter, Insta, überall. Absolut. Und hier YouTube. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.